Hallo und herzlich willkommen wieder bei den Shelties vom Ponyhügel. Eben habe ich Ihnen schon gezeigt, wie ich hier unsere Alice gekämmt und gebürstet habe. Und jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, wie man sie schön frisieren kann. Das bin ich schon oft gefragt worden und ich zeige es einfach mal. Ich nehme als erstes nochmal einen feinen Kamm und kämme auf und hinter den Ohren nochmal schön durch. Aber da war alles schon schön glatt. Und auf den Ohr, dann gegen den Strich, dass das Fell ein bisschen hoch steht und ein bisschen strupsig aussieht, damit man genau sieht, was alles ab muss. So, ich habe zwei verschiedene Scheren. Einmal eine Effilierschere, auf einer Seite glatt und auf einer Seite mit den Zacken. Die schneidet sehr viel ab, die nehme ich nur für die Beine und Füße. Und für die Ohren nehme ich diese Effilierschere, die auf beiden Seiten Zacken hat und immer nur ein bisschen ausschneidet, damit es nicht so künstlich aussieht. Auf jeden Fall empfiehlt man immer, nicht direkt vor der Ausstellung zum Beispiel zu frisieren, sondern ungefähr 2 Wochen vorher, damit das Fell wieder so ein bisschen nachwachsen kann. So, ich fange mal an mit dem Ohr. Dafür halte ich das, unterstütze den Finger in dem Knick, damit es dann auch an der gleichen Stelle schön wird, wie es natürlich auch fällt. So, und schneide dann das Fell ein bisschen kürzer, kein Schnitt zweimal an die gleiche Stelle, immer ein bisschen versetzen und natürlich, besonders wichtig, immer aufpassen, dass man niemals in die Haut schneidet. Das ist gar nicht so einfach bei so viel Fell, muss man immer mal fühlen, wo hört es denn eigentlich auf, dass man mit Abstand schneidet. Es kommt natürlich immer auf den Hund drauf an. Die Alice hat von Natur aus sehr tiefkippende Ohren. Wenn man einen Hund hat, der zu Stehohren neigt, dann darf man natürlich an den Spitzen nicht so viel abschneiden. Bei der Alice nehme ich da gerade erst recht was weg, damit da ein bisschen Gewicht fortkommt. Da bin ich ganz vorsichtig. Ich bin jetzt noch an der Ohraußenseite dran und mache das einfach ein bisschen kürzer. Auch an den Rändern, dass da nicht die Seiten so struppig abstehen. Immer mal kämmen, dass man wieder sieht, was man gemacht hat. Wenn ich das jetzt umklappe, von innen das Ohr, da ist das Fell auch sehr lang. Da nehme ich ein paar Haare weg, die ansonsten struppig seitlich rausgucken würden. Die Ränder ein bisschen Form geben. Gerade die Innenseite sieht immer sehr schnell nicht so schön aus, wenn das Fell hier doppelt liegt. Da muss man hier am Ohransatz innen immer ein bisschen mehr wegschneiden, damit es dann auch ordentlich aussieht, weil das immer auffällt, weil das, wenn der Hund die Ohren hochstellt, sich dann auch mit aufstellt, das Fell. Ja, ganz fein macht das die Alice. So, hier sind noch viele Haare, die hochstehen. Wir fahren jetzt nicht wirklich auf eine Ausstellung, aber wir wollen es ein bisschen ordentlich machen. Immer mal wieder kämmen. Dann mal gucken. So fein. Na, hier sieht man, dass es in der Mitte noch hochsteht, das Fell da. Dann kommt das drumherum auch ein bisschen mit ab. So, man hält das Ohr schön rund und schneidet in einem leichten Bogen, damit es nicht ganz so kantig aussieht. Nicht so ganz einfach. So ist das Ohr eigentlich schon in Ordnung. Hier vorne nehme ich noch ein bisschen weg von dem Innenfell. Man kann das alles auch noch viel gründlicher und ausgiebiger machen. Wir wollen das aber auch nicht übertreiben. Sie soll schon noch natürlich aussehen. So, da haben wir noch so ein Öhrchen, ne? Besser ist das. Da kämme ich auch das Fell nach oben, damit ich genau sehe, wie viel da absteht. Nehme wieder den Finger unter den Knick. Und da steht ziemlich viel hoch. Hier kann man auch ein bisschen mit kämmen mit dieser Schere, dass es nochmal schön hoch steht. Und dann schneide ich immer ein Stückchen weiter, dass es ein bisschen Versatz gibt und nicht an einer Stelle ein Riesenbüschel fehlt. Immer mal kämmen.
damit man noch sieht, wo man ist. Gute Alice. Komm. Na. Also das Fell, was hier ganz hinter den Ohren ist, das bleibt schön lang. Aber gerade auf den Ohren sollte natürlich nicht zu viel Fell stehen bleiben, weil sonst das Ohr sehr tief kommt und dann einfach der Ausdruck vom Sheltie nicht mehr so hübsch ist, wenn die Ohren fast Schlappohren sind. Bei manchen ist es von Natur aus recht tief, bei manchen eher höher. Das kommt immer auf den Hund an. Jetzt nehme ich innen nochmal Fell weg. Da sieht man schon, wie das absteht. Ganz fransig. Ja, ganz vorsichtig fühlen, wo ist der Ohrrand. So. Da steht sehr viel ab. Das machen wir ein bisschen ordentlicher. Wenn die Hunde die Ohren sehr hoch tragen, würde ich ihnen nicht so viel wegschneiden, damit da nicht doch die nackte Haut rausguckt. Das sieht dann immer nicht so schön aus. Aber wie gesagt, Alice trägt die Ohren eher tief. Da besteht nicht die Gefahr, dass man überhaupt ins Ohr reingucken kann. So, nochmal zur Spitze hin. Dann die Ränder, da mache ich Alice. Hier nochmal ein bisschen das Fell hoch. Immer Stückchen für Stückchen und immer den Finger im Knick haben und das Ohr von innen unterstützen, damit man nicht plötzlich doch im Fleisch landet. Ne? Nein, das machen wir nicht. Und wir fusseln auch nicht in die Augen rein. So, jetzt nehme ich ein bisschen Katzenfutter. Da kann man auch was anderes nehmen. Mmh, lecker, lecker. Da sieht man, wie sie die Ohren spitzt. Und hinter ihrem rechten Ohr möchte ich noch ein bisschen wegnehmen. Fein. Da muss man natürlich auch mal was geben. Weil man eben gesehen hat, dass auch von diesem Fell hier, von diesem Büschel, was hochsteht, wenn sie die Ohren spitzt. Das ist nicht schlimm. Ganz feine Maus. Nur haben sie gerade Winterfell, da wächst auch um die Ohren herum besonders viel. So, ich lock sie nochmal. Mmh, lecker, lecker. Gute Alice, ganz fein. So würde ich die Ohren schon lassen. Aber fertig sind wir damit noch nicht ganz. Gerade mal die Decke etwas abkämmen. So, jetzt machen wir uns nämlich an die Beine und an die Pfoten. So, Alice, einmal um. Meine Hunde kann ich alle gut auf den Rücken legen. Gekämmt ist sie schon. Ich nehme jetzt nochmal den feinen Kamm. Ich will jetzt mal hier vorne anfangen. Zwischen dem Ballen, dem großen und dem kleinen, das Fell hochkämmen. Dann nehme ich die Effilierschere, die auf einer Seite glatt hat. Dann geht es schneller. Aufpassen, dass man nicht hier reinschneidet. So, das kürzen wir ein bisschen. Dann sieht man ein bisschen besser, wo der Knochen lang geht. Im Winter und im Herbst, Übergangszeit, ist es angenehm, wenn da nicht so viel Dreck hängen bleibt. So, und für das, was bei den Ballen dazwischen rausguckt, nehme ich eine ganz normale Schere. Und bin ganz vorsichtig, ich schiebe die Ballen ein bisschen zusammen. Und das, was jetzt absteht, schneide ich direkt so weg. Das ist das, wo im Winter sonst gerne der Schnee hängen bleibt. Oder auch sich Matsch anheftet. Ist gut, Schatzi. Da darf man natürlich nicht in die Pfoten schneiden. So, hätten wir das Füßchen schon. Machen wir natürlich auf dem anderen auch schön. Na, hier hat sie die Kralle. Na, innen oben sind auch Krallen, die man gelegentlich mal schneiden muss. Diese ist aber nicht zu lang. So, das ist wieder die Effilierschere mit einer Seite zinken und mit anderer Seite glatt für das Fell. Dort
Na, das steht noch ein bisschen nicht so schön ab. Aufpassen mit der Kralle. Dann kommt wieder die normale Schere. Ich schiebe die Ballen ein bisschen zusammen, dass man auch nicht in die Zwischenräume kommt, und schneide das Fell ab, was dann absteht. Komm hier, Alice, ist nicht schlimm. So, ganz vorsichtig. So, jetzt will man noch auf den Füßchen, dass das ein bisschen runterkommt. Dann nehme ich wieder die Effilierschere, die auf einer Seite glatt ist. Da muss nicht viel ab, aber es sollten eben nicht die Büschel so abstehen. Manche Hunde haben das verstärkt. Hier sieht man das auf dem Zeh. Das kürze ich auch ein bisschen ein, dass es gepflegter und ordentlicher aussieht. Lieber einmal tasten, als dass man dann doch irgendwas erwischt. Damit sind wir vorne an den Füßchen schon fertig. Jetzt gehen wir hinten an die Füßchen. Bleib. Gute Alice. Ganz fein. So, hinten ist es immer schnell passiert, dass das Fell sehr lang wird. Manche schneiden das lieber, wenn der Hund steht, aber weil meine Hunde so entspannt liegen, schneide ich wieder mit dieser Schere dort eine gerade Linie, nicht direkt am Knochen lang. Bleib. Bleib liegen, Schatzi. So fein. Und auch da muss man immer mal wieder reinkämmen, weil es sonst nicht gleichmäßig wird. Da schneidet man rund ums Bein herum und versucht, eine gerade Linie zu schaffen, dass der Hund nicht so ungepflegt wirkt und da nicht so riesen Büschel abstehen. Na, draußen wird schon geschimpft, warum Frauchen kein Abendbrot macht. So, hier gucke ich mir das auch an auf dem Pfoten. Das ist auch ein bisschen ungepflegt. Da gehe ich nochmal mit der normalen Schere drüber. Kleines bisschen rund schneiden. Das war's schon. So, nächste Beinchen hinten. Einmal aufkämmen. Dann wieder diese Schere, die auf einer Seite Zinken hat. Hier steht auch ein bisschen lang. So, gehe ich ein bisschen hin und her und immer wieder das Fell wieder aufrichten, dass man auch genau sieht, was man da tut. Wenn jetzt ein Hund sehr kräftige Knochen hat und sie sollen etwas schlanker wirken, nimmt man etwas mehr Fell weg. Wenn man einen sehr zarten, zierlichen Hund hat, der ein bisschen kräftiger wirken soll, dann lässt man einfach ein bisschen mehr Fell stehen, damit man das dann aufbürsten kann und es ein bisschen massiger wirkt. So, auch da nehmen wir noch ein kleines bisschen mit der normalen Schere weg. So, das gucke ich mir jetzt noch mal von der Seite an, weil man da den Übergang noch schön machen muss. Komm mal rum. Gute Alice. So, schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Das kennt man nach hinten schon steh. So. Hier sieht man, dass im oberen Bereich noch ein bisschen Fell übersteht vom Gelenk her. Dann nehme ich wieder die Effilierschere mit einer Seite glatt, richte das Fell auf und passe gut auf, wo ich hinschneide. Und mache den Übergang noch ein bisschen ordentlich. Sehr aufpassen, der Hund könnte auch mal einen Schritt machen. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Da hängen nämlich auch ein paar Haare drüber, was man im Liegen nicht so gesehen hat. So, stellt sich noch mal schön. Vorne kann man auch schneiden an diesem Behang. Das machen manche und machen das halb rund. Ich finde das persönlich nicht schön, wenn das hier auch sehr gekünstelt ist. Wenn das allerdings bis auf den Boden gehen würde, dieses Fell, dann würde ich das auch ein bisschen schneiden, damit eben der Dreck nicht drin hängt. Wenn sie jetzt so steht, sehe ich, hier ist noch ein bisschen lang. Da gehe ich noch mal ganz vorsichtig mit der normalen Schere lang, stehe
Prima. Na, man sieht nicht immer alles im ersten Ansatz ganz toll. So kann man noch mal ein bisschen korrigieren. So. So sieht sie wieder schön aus. Jetzt gibt es noch mal ein Leckerchen. Alice, schau. Fein gemacht. So ist sie wieder schön.